was soll aus dir noch werden, wenn du dich in deinem Leben immer so benimmst. Jetzt will ich dir mal zeigen, wie man sich seinem Ressortchef gegenüber zu benehmen hat. Haben wir nicht mal einen Stuhl für den jungen Herrn? Ja, das ist vielleicht besser. Jetzt bist du der Funkoffizier. Setz dich rein. Ich komme rein. Klopf, klopf. Guten Abend, Herr Funkoffizier. Darf ich mal fragen, ob ich heute Abend an Land gehen darf? Jo, mein Junge. Hau mal ab. Hier hast du noch 50 Euro Vorschuss. Und vor morgen Mittag bist du nicht mehr an Bord zu sehen. Dankeschön, aber da ist das Schiff schon lange weg, morgen Mittag. Tja, dann hast du Pech. Also das hat nicht gut geklappt. Sag mal, wie weit ist eigentlich deine Eierkocherei? Ach du Schande. Immer mit? Weißt du, ja. Sich getrauen, mit den schönen Gänseaugen nach Nachbar Skanda auszuschauen. Ein kleiner Flirt, ein zarter Blick, ein ganz verliebtes Schnabelreiben. Ach Gott, wie ist es doch so schön, als Gänschen auf der Welt zu sein.
Der Herbst neigt sich dem Ende zu. August ist schon kugelrund. Und eingedenk der guten Pflege, da mehrte sie sich wund um wund. Advent verging, die Weihnacht nahte, man sorgt sich um den Weihnachtsbraten. Die Augen kreisen rundherum, wer bringt nun August um? Wer rupft die Federn, nimmt sie aus? Wer bratet sie den Festtagsschmaus? Die Mutter zupft an ihrer Schürze, der Vater schneuzt sich ganz verlegen. Die Kinder drohen auszuwandern, lässt man Auguste nicht erleben. Und eigentlich, da haben wir doch alle viel zu viel Gewicht. Wir sollten eine Diät mal machen, da isst man doch Auguste nicht. So gab's nun zur Zufriedenheit an Weihnachten Salat mit Ei. Augustes Leben war gerettet, o frohe, selige Weihnachtszeit. Jetzt watschelt sie in ihrem Stalle, ist glücklich und vergnügt. Sagt frohe Weihnacht für euch alle und ganz weiß, ich hab euch lieb. Vor Berlin, der schon 6 Stunden gegen den Sturm andampft. Dann in einem günstigen Augenblick rum mit dem Schiff und mit gestoppter Maschine 2 Stunden vor dem Wind. So wird die Fangposition einigermaßen gehalten. Wenn es abflaut, will der Alte sofort wieder mit der Fischerei beginnen. Aber noch sieht es nicht danach aus. Der Wetterbericht des Fischereischutzbootes Meerkatze meldet weiterhin Nordwest Windstärke 10 mit Schneeschauern.
An Bord ist alles ruhig. Die Brücke, der Maschinenraum und der Heizraum sind besetzt und die Freiwache liegt in ihren warmen Kohlen. Nur der Koch ist am Schimpfen. Warum kann der Alte nicht in den Isarfjord gehen? Wie andere Schiffe auch. Wie soll ich bei diesem Wetter heute am heiligen Abend die Gänse braten, ohne dass die Dinger mir aus der Pfanne hüpfen? Vielleicht hilft ja ein Wort unter Männern. Mit einer Muck Kaffee bewaffnet, entert er die Brücke, was nicht so ganz einfach bei diesem Wetter ist. Der Alte hockt auf seinem Jagdsitz, schaut auf die tobende See und ist alles andere als gesprächig. Na Koch, ist noch was? Na nun ja, der Gänsebraten heute Abend, der wird wohl nicht recht was werden. Das musste der Alte ja auch einsehen. Und unzufriedene Leute an Bord wegen des Gänsebratens, das wollte er auch nicht. Außerdem täte ein bisschen Ruhe auch gut. Das Radar zeigt in 20 Seemeilen Entfernung die einladende Einfahrt des Önundafjordes. Bei dem Seegang könnte man es in 3 Stunden schaffen. Einmal wieder ruhig am Tisch sitzen und wieder ruhig in der Koje liegen können. Der Funker hatte natürlich lange Ohren gemacht und alles längst mitbekommen. Auf wundersame Weise klappte die Funkverbindung zur Landstation in kürzester Zeit. Die kleine Küstenfunkstelle befand sich im Büro des dortigen Arztes, der im Önundafjord Mädchen für alles war. Er meinte, dass der Postdampfer von Reykjavik heute nicht mehr käme. Auch der Zoll vom Istjafjord wird heute die verschneiten Straßen nicht mehr benutzen können und wollen. So lud der Doktor uns ein, in den Hafen an die Pier zu kommen. Gegen Mittag lief der Fischdampfer Berlin am 24. Dezember 1958 in den Önundafjord ein und wachte an der kleinen Hafenmole fest. Ein klappriger Jeep kam an die Pier und der bärtige Fahrer stellte sich als Pastor des Ortes vor. Er wollte die Besatzung heute Abend in die Kirche einladen. In die Kirche? Mensch, das war ja mal was ganz was anderes. Man trank an Bord zusammen noch ein paar Flaschen Bier. Für die Kinder des Ortes wurden inzwischen Äpfel, Nüsse und Schokolade gesammelt. Und so nebenbei fragte der Kapitän den Pastor, ob es auch einsame alte Männer im Ort seien, die auch mal eine Flasche Rum vertragen könnten. Oh ja, es gibt viele alte Männer hier, war die Antwort. Und dabei fingen die Augen des Pastors an zu leuchten. Seinen Erzählen nach schien es im Dorf nur noch alte Männer zu geben. An Bord wurde nun die gesamte Weihnachtsration Rum der Reederei dem Pastor übergeben. Kurz dachte der Kapitän daran, wie er gleich nach dem Krieg in Reykjavik herzlich aufgenommen und beschenkt worden war. Der Pastor verstaute alles in seinem Jeep und brauste in einer Schneewolke davon. Aber erst nachdem er uns noch einmal an den Gottesdienst erinnert hatte. Bis auf die Wachen und den Koch, der nun glücklich seine Gänse bearbeiten wollte und konnte, wollten natürlich alle mit. Am Abend bei klirrender Kälte machte sich die Mannschaft auf den Weg zur Kirche. Das kleine Kirchlein war nicht zu verfehlen. Es lag direkt an der Hauptstraße in der Mitte des kleinen Dorfes. Fortsetzung folgt. Kerzen brannten, ich sah den Steuer.
In der Kirche drinnen waren fast alle Sitze besetzt. Nur zwei unserer jungen Fischersleute konnten noch auf einer engen Bank zwischen den Isländern einen Platz finden. So machte man für die Besatzung die Tür vom Windfang weit auf. Wir mussten zwar stehen, hatten aber einen guten Überblick. Nachdem die gesamte Besatzung nun ihren Platz gefunden hatte, begann die Gemeinde zu singen. Von der Melodie her alles bekannte Weihnachtslieder. Doch die Texte konnten wir nicht verstehen. Schließlich erschien auch unser Pastor. Ganz unbehelligt schien die Ration rum für die alten Männer auch bei ihm nicht vorübergerauscht zu sein. Er wünschte jedenfalls auf Deutsch auch der Besatzung des Fischdampfers Berlin ein recht frohe Weihnachten. Und so verlief der Gottesdienst. Am Ende des Gottesdienstes, der trotz Sprachschwierigkeiten recht feierlich war und auch unsere Besatzung in Weihnachtsstimmung versetzte, wurden anscheinend vom Pastor noch Abkündigungen gemacht, die natürlich keiner von uns verstand. Jedenfalls standen in der Reihe, wo unsere beiden Besatzungsmitglieder saßen, zwei junge Männer auf. Unsere Leute meinten, dass alle jungen Leute aufstehen sollten und standen ebenfalls auf. Durch die Gemeinde ging ein Raunen und man könnte auch meinen, unterdrücktes Gelächter. Bis dann der Pastor auf Deutsch sagte, ich bat die Väter aufzustehen, deren Kinder morgen getauft werden sollen. Mit hochrotem Kopf setzten sich unsere beiden Kandidaten wieder hin. Die Isländer waren alle in ihrem besten Staat erschienen und hatten wegen des hohen Schnees über ihre Schuhe Gummischuhe gezogen. Diese standen schön aufgereiht im Vorraum, dem Windfang der Kirche. Die Besatzung war während des Gottesdienstes nicht untätig. Das Scharren auf dem Fußboden war manchmal nicht zu überhören. Mit anderen Worten, sie standen nicht immer ruhig auf ihrem Platz. Dazu war es ja auch viel zu fußkalt. Doch wie sah das jetzt aus? Da standen große Gummischuhe zwischen den kleinen, zwei linke oder zwei rechte Gummischuhe zusammen. Auf jeden Fall ein heilloses Durcheinander. Als der Kapitän sah, was seine Leute wieder mal angerichtet hatten und er dann die Rücken der isländischen Burschen in der letzten Bankreihe betrachtete, deren Muskeln fast die Jacken sprengten, hielt er einen geordneten Rückzug für angebracht. Die Order hieß beim letzten Abend sofort zurück an Bord. So wurde es auch gemacht. Auf der Rückkehr hörten wir weit hinter uns noch laute isländische Worte. Verstanden haben wir sie nicht, aber das konnte ja auch auf Isländisch fröhliche Weihnachten heißen. Bye.
meine Damen und Herren, wir sind leider am Ende unseres Weihnachtsprogramms oder unseres Programms überhaupt angekommen. Und wir hatten hoffen, dass Sie eine schöne Zeit heute mit uns hatten. Und wir haben ja im Sommer schon angefangen mit den Proben für diese Geschichte. Und Sie wissen ja, der Beifall ist das Brot des Künstlers. Und bevor wir also zu unserem letzten Lied kommen, darf ich Ihnen noch einmal die einzelnen Mitglieder, die ja aufgetreten sind, vorstellen. Erst einmal ganz wichtig die Musiker. Inge Plachter, Willi Bunke, Herbert Dacko, Alfred Asche und Manfred Weiß. Mit der Gitarre Horst Finke und am Bass Bärbel Hoffmann. Am Schlagzeug Rolf Lindner. So, aus der Hafenbar Hermine alias Doris Weinfurt. Wo ist er? Okay, jetzt komm noch mal. Doris, du bist so schön mohrenblond. So, und dann die Seemänner. Als Seemänner Manfred Dier, Rainer Krone, Günter Volkpack, Jürgen Neumann und Lothar Bonnier. Als Junior Winfried Rennefahrt und der Moses Dieter Pudel. Als Steuermann Bernd Bormann und als erster Kapitän Jochen Beckmann. Dazu sein erster Offizier Wolfgang Escher. Als Funker und für den Ablauf dieser Veranstaltung verantwortlich Hans-Georg Rammel. Und als Gast die Dame aus dem Publikum, Jürgen Mutz. So, das natürlich darf ich einen Mann nicht vergessen, der also hier für den guten Ton zuständig war, unser Klaus Jeschonek. Und das alles unter der musikalischen Leitung von Bernd Aden. Im Namen des Chores darf ich Ihnen jetzt eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr wünschen. Bleiben Sie gesund und uns auch weiterhin gewogen. Auf Wiedersehen, sagt Ihr Bootsmann Manfred Altmann. Ja, und damit die Sache nicht ganz so abrupt ist, ziehen wir jetzt gemeinsam Ole Fröhliche und dann kommt noch was. Es ist schon noch in der Mache. Also, zusammen mit allen, wer es kann, ziehen bitte mit.